Ich bin wieder auf der Suche nach einem der noch fehlenden Fische. Heute ist es die Aralbarbe, die nehme ich doch gerne wieder mit rein. Und aus diesem Grund gehe ich zu einem Spot, der vor ein, zwei Wochen auch schon wieder funktioniert hat oder zumindest immer mal wieder die Aralbarbe liefert. Es ist ein Spot, der nicht super viel Frequenz hat, der manchmal auch tatsächlich ein bisschen zäh ist, aber es ballern tatsächlich immer wieder und immer wieder und immer wieder die Aralbarben hier rein. Und neben den Aralbarben haben wir hier Wildkarpfen, normale Karpfen, also den ganz normalen Schuppenkarpfen, Sterlet tatsächlich, ab und zu auch mal einen kleinen Stör. Also hier an dem Spot geht eigentlich immer wieder was. Zuletzt getestet von Reifenreif, gestern noch getestet. Und er hatte hier sogar die Sterlet Trophy mit über 10 Kilo rausgezogen. Richtig schönes Ding, fettes GZ und eben auch einige Aralbarben dabei. Also ganz gutes Mischungsverhältnis, halb-halb zwischen Aralbarbe und Sterlet. Also, das sah ganz gut aus und ich stehe jetzt hier und teste auch gerade, ja, erster Fisch direkt Sterlet, dann haben wir hier eine Aralbarbe und einen Wildkarpfen. Das Ganze ist allerdings sehr, sehr gering von der Frequenz. Muss man sich wirklich drauf gefasst machen, also das ist ein Spot, auch wie beim letzten Video zu dieser Stelle, da war das auch schon so low von der Frequenz. Aber es funktioniert halt trotz allem. Also es ist eine Stelle, wo man sich eben hinstellen kann, wenn man nebenbei noch was anderes macht. Bedeutet also, wenn du was suchst mit einer hohen Frequenz und wo hier schön einer nach dem anderen reingeht, dann ist das hier eher nichts für dich. Aber da hier eben auch immer mal wieder die Trophys gefangen werden. Testen, testen, testen. Ich hatte anfangs getestet, beziehungsweise auch gestern schon mal hier getestet. Da waren dann zwischendurch recht viele Schuppenkarpfen mit dabei. Da war ich auch ganz überrascht. Aber die gehen eben auch hier ab und zu mal mit rein. Und da waren, na ich sag mal, weniger Sterlet. Also da war ein Sterlet dabei, der Rest dann Aralbarbe und Schuppenkarpfen. Jetzt, wie gesagt, gerade nochmal hier hingedüst und einfach mal ausprobiert, was denn hier so geht. Ich bin gespannt, inwieweit jetzt gerade die ganzen Server-Restarts und sowas den Spot beeinflussen. Normalerweise sollten die nichts beeinflussen. Also normalerweise sollten die Server-Restart nicht dazu führen, dass da eine Fischmigration stattfindet und sich die Fische neue Gebiete suchen. Von daher sollte das einfach konstant auch noch weiter funktionieren. Von der Entfernung her 17 Meter weit raus. Ich hatte jetzt zuletzt hauptsächlich, nehmen wir mal die mittlere Route, hauptsächlich so geworfen. Hier ist der Baum. Also knapp links daneben sozusagen, einfach so gerade ausgeworfen. Jetzt gerade eben habe ich ausgeworfen, einmal auf der Route. Gucken wir mal, genau. So ein bisschen mehr in Richtung von dem Schilf. Und die jetzt einfach mal so ein bisschen mehr weiter links. Also so ein bisschen mehr gefächert jetzt das Ganze. Von der Tiefe her sind wir komplett auf 17 Meter. 17 Meter, hier sieht man es auch schön auf der Map. Und damit landen wir dann hier genau mittendrin. Wo ich das gerade sage, beim letzten Mal, weißt du was, dann machen wir auf der hier auch mal, hatte ich, glaube ich, auf 21 Meter ein bisschen weiter geworfen. Und da ging da ein bisschen mehr. Ich teste das mal direkt. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Auf 21 Meter. So, zack. Und damit nochmal weiter raus. Jawohl. Und dann sind wir jetzt da vorne in dem Bereich. Also, 21 hatte, soweit ich es noch im Kopf habe, beim letzten Mal hier noch ein bisschen besser funktioniert. Aber 17 Meter ist, glaube ich, auch hier die klassische Position. Das werde ich aber auf jeden Fall gleich nochmal testen, denn auch gestern hatte ich komplett nur mit 17 Meter geangelt. Ja, auch da kannst du natürlich selber testen, rumspielen, rumprobieren, ob man jetzt quasi an der Kante hier unten liegt oder hier oben an dieser Kante, wo geht da mehr oder vielleicht sogar hier am Ende eher. Ne, also das sind halt immer so diese Kantenbereiche, wo eben auch gerne mal irgendwelche Spots angesiedelt sind. Und da ist halt die Frage, landen wir halt eher weiter oben oder eher weiter hier unten im 17 Meter Bereich.
Genau. Von der Futtermische, beziehungsweise von den Ködern, das gucken wir uns natürlich auch nochmal alles im Detail an. Der Reifenreif hat das alles sehr, sehr schön detailliert im Discord gepostet. So Moke wieder hat. Top Spot. Und da ist eben auch alles beschrieben. Gucken wir mal einmal hier rein. Ich bin hier jetzt mit 1-0er Haken reingegangen. Er ist mit 1er Haken nur reingegangen. Finde ich ein bisschen zu low. Aber bestimmt auch für eine gute Frequenz durchaus eine Option. Allerdings, die Durchschnittsgröße der Fische gehen da schon so ein bisschen runter. Also ich nehme da noch lieber ein paar Aralbarben auch mit, gerne mit 5 Kilo plus und so. Und da hatte ich bisher beim Aralbarbenangeln immer den Eindruck, dass die auf etwas größeren Haken dann doch auch noch ein bisschen größer werden. Ich glaube, da ist ein bisschen Potenzial bei den Aralbarben. Pellets hingegen, oder ja doch komplett die Pellets, bleiben klein. Also 14er Pellets. Auch da kann man mal vielleicht eine von diesen beiden Varianten auf 18er Pellet hochgehen. Also Flusskrebs-Pellet auf 18 oder Krabbe und Fisch auf 18. Flusskrebs eben als Dip. Und dann eben hier noch die Futtermische. Die gucken wir uns auch im Detail gleich nochmal an. Beides, wie gesagt, hier auf Doppel-Pellet. Also klassische Haarmontage. Mit sinkenden Boilies, beziehungsweise zweimal mit Pellets. Und damit ist das quasi, ja, ein klassischer Grundköder. Man könnte es vielleicht auch noch variieren mit Pellet und Boilie, mit Krabbel und Muschel Soluble auflösend. Das ist ja auch ein absoluter Klassiker. Hier hatte ich jetzt auf der dritten Route, hatte ich zwischendurch, wie gesagt, einmal einen 18er Boilie mit drauf, einen 18er Pellet. Hatte das allerdings auch schon geändert. Also das ist jetzt hier auch alles wieder auf klein, denn die kleinen 14er bieten einfach die beste Frequenz. Zur Futtermische, da gucken wir natürlich auch nochmal eben rein. So sieht das Ganze aus hier mit Rapssamen, mit gehackten Würmern, Flusskrebs, Feed Pellets der Größe 16. Dann haben wir hier getrockneten Krill als Zusatz. Und Flusswandermuschel oder Zebramuschel heißt das ja im Englischen. Und dann hier nochmal Flusskrebs als Aroma. Und damit haben wir quasi hier die wichtigsten Komponenten. Wie gesagt, variieren von der Tiefe und dann tatsächlich Zeit mitbringen. Das ist tatsächlich so, Zeit mitbringen und auch gerne mal testen unterschiedliche Wetterverhältnisse. Ich warte jetzt eigentlich hier auf so ein bisschen, ja, etwas schlechteres Wetter und nochmal auf die kühleren Tage. Also das ist nochmal interessant. Man sieht aber auch hier richtig gut, das ist die Normaltemperatur an der Achtuba, kann man sagen. Also das ist wirklich so der Durchschnitt. Zwischen 33 und 34 Grad ist das, glaube ich, schon ein ganz normales Wetter für die Achtuba. Wenn wir hier drunter gehen, ist das schon besonders kühl. Wenn wir da in diese Richtung gehen, plus Regen, also dann ist das schon so ein Ausnahmewetter für die Achtuba. Und zuletzt oder vor längerer Zeit schon mehrfach getestet. Ich hatte den Eindruck, dass es auch bei Schlechtwetter ganz gut funktioniert. Also bei Dauerregen oder Regenwetter klappt das immer wieder ganz gut mit der Aralbarbe. Und vielleicht ist sie da tatsächlich ein bisschen feinfühliger und wartet eben auf so ein Wetter. Ja, so viel dazu. Ihr seht, die Frequenz ist tatsächlich low, aber trotz dieser lowen Frequenz, wenn hier einfach ein paar Aralbarben reingehen, dann ist es vom Silber her trotz allem immer noch gar nicht so schlecht. Also, da geht immer mal wieder was Gutes rein und ja, dann lohnt es sich trotz allem noch. Natürlich lohnt es sich mehr, wenn man auch noch eine gute und eine hohe Frequenz hat. Von daher suchen wir natürlich weiter. Ich werde wahrscheinlich nachher auch nochmal hier oben testen, den klassischen anderen Aralbarben-Spot. Auch dazu gibt es schon Infos und Videos. Oder auch mal hier unten in der klassischen Störkurve nochmal testen. Also immer mal wieder verschiedene Stellen ausprobieren, ob das irgendwo besser läuft. Gestern im Livestream ging es mal wieder los mit The Hunter Call of the Wild. Also, wenn du Lust hast auf demnächst wieder jagen gehen, dann schau doch einfach mit rein an den Tagen dienstags, donnerstags und sonntags. Gehen wir zwischendurch auch mal wieder jagen. Sonst natürlich auch immer wieder ganz normal Russian Fishing 4, montags, mittwochs und freitags. Und an den Tagen dazwischen
einfach mal wieder ein bisschen jagen gehen. Frisch angefangen mit einem Level 1 Jäger sozusagen bei 0 gestartet und da gucken wir mal, was da so geht. Also einfach mal ausprobieren hier die Stelle, ob da was geht. Bei mir zuppelt es so langsam wieder los, jawohl. Ich bin sehr gespannt, ob hier noch ein bisschen mehr reingeht. Ja, und jetzt heißt es einfach wieder testen, testen, testen. Toi, 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 dass da bei euch auch was Gutes reingeht. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, gefällt mir auch und hilft mega. Und dann sehen wir uns einen Wildi. In einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Ja, wie gerade schon gesagt, montags, mittwochs und freitags immer um 19, hoppala, um 19 Uhr. Und ja, an den anderen Tagen machen wir ein bisschen Angeln und gehen dann aber auch wieder jagen. Bis dahin, Petri.